Rondra zum Gruße, ihr Lieben. Es geht weiter mit Satinavs Ketten. Wir haben zuletzt das Feenforscher-Rätsel hier gelöst oder wissen jetzt zumindest, wo er anscheinend ist. Bin aber irritiert. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Okay, wo die Diamanten sind, interessiert ihn anscheinend gar nicht groß. Aber ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier reingehen können. Also, zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts. Dann geradeaus. Dann einmal links. Nein, zweimal links. Dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, geradeaus. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Lieber abzeichnen, okay. Dann haben wir Zeichnungen und wir haben Holzkohle. Damit können wir bestimmt schreiben. Wie mache ich das denn? Ich glaube... Blüte, kann ich die... Sie bringt Schmetterlinge zum Glühen. Oh, das ist natürlich schön. Ach, weil der Ich kapiere jetzt, warum die Blume überhaupt leuchtet. Weil der Schmetterling da sich raufgesetzt hat. Das habe ich das letzte Mal ja gar nicht gecheckt. Deswegen, die Blume lässt die Schmetterlinge glühen. Und ich dachte halt erst, wenn die Blume irgendwie von Licht oder Schatten berührt wird oder so, dann fängt sie an zu leuchten. Weil der Schmetterling, der flog hier herum. Ich merke gerade, dass der Schmetterling auch gar nicht mehr da ist. So, ja, manchmal kommt die Weisheit erst etwas später bei mir an. Und ich darf jetzt wieder was kritzeln. Wie denn? Unverständlich, damit... Brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben doch diese Zeichnung. Kannst du es nicht irgendwie... Was soll das? Das sind vielleicht... Naja, aufzeichnen. Wie denn? An der Feuerstelle oder so? Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Ja, genau. Das finde ich gut. Giron, versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Zeichnung, die haben wir doch jetzt... Rechts, geradeaus. Ja, und damit muss ich nämlich jetzt den Weg finden. Komm, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. So. Da ist er doch. Das ist bestimmt der Feenforscher, oder? Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wander. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta. Seerenkundler, Temporalanalyst und... Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wanda. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Und dann macht sie das doch bestimmt, oder? Ich meine, es ist Nuri. Sag ich doch. Huch. Oh Mann, Nuri. Rettet euch! Ah! Das war so klar. Nuri.
Nuri, du bist ein Tollpatsch, ganz ehrlich. Nuri? Andrian Vella, Myrin Amatesta, Eliana Natti! Geroneo Andrian Vella! Was hat sie denn? Jetzt dreht sie völlig durch. Was hat sie gesagt? Okay, jetzt dreht sie völlig durch. Ich glaube, wir sollten mal mit dem Giacomo Nauta reden. Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Ich glaube, wir sollten ihm mal ein bisschen Wasser geben. Hier, nehmt einen Schluck. Oh, schwarzes Geschick, das Feenkunstwerk. Jahrtausende, hinfort in einem Augenblick. Tja, so schnell kann es gehen mit Nuri. Wir müssen hier raus. Noch ein Beben und wir sind tot. Ohne meine Studien gehe ich nirgendwo hin. Wollt ihr dafür wirklich euer Leben riskieren? Um den Berg zu durchqueren, brauchen wir meine Notizen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Okay. Aber er wollte noch wegen Nuri retten. Meine Notiz? Ich brauche sie, um deine Fee... Ja, okay, deine Notizen. Teil des Maßstabs. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Das kriegen wir schon auch noch hin. Wir kriegen immer alles hin. Euer Stab ist zerbrochen. Die andere Hälfte ist... Rucksack. Wie soll ich da rankommen? Mit dem blöden Stab bestimmt. Jetzt muss ich mir wieder was einfallen lassen. Warum ist immer alles unerreichbar? Schutt? Der Brocken ist viel zu schwer. Kann ich da irgendwie was mit hebeln? Hebel das mal hoch. So, jetzt ist der Stab frei. Den basteln wir jetzt zusammen. Nuri kann den doch heil machen. Moment, kriegen wir hin. Nuri, könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Geht doch. Ein bisschen kann sie ja noch. Atialni müne dunaval. Is mandrairelli. Islera mandrairelli. Hahaha. Komm, lach schon. Nicht? Na gut. Arm der Ritterstatue. Der Arm der Feenritterstatue. Sammel alles einfach ein. Genau, alles schön einsammeln. Wunderbar. So, den Stab, mit dem ich jetzt an den Rucksack komme. Mir wäre wohler, wenn der Stab einen Widerhaken hätte. So. Sonst fällt das Lebenswerk des Forschers in den Abgrund. Und ein solches Unglück möchte ich nicht auch noch auf meinem Gewissen haben. Okay, dann bauen wir uns das damit. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Wunderbar. Unumulila, Geron. Ich glaube, Nuri freut sich für uns. So, jetzt haben wir den Rucksack. Was ist da drin? Ich lasse ihn zu. Mit diesen Sachen will ich nichts zu tun haben. Dann geben wir ihm den jetzt natürlich wieder. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Mhm. Okay. Nuri. Nuri? Verdammt. Wie viele Schritte mögen das sein? Was mache ich denn jetzt? Ich springe auf keinen Fall. Nee, können wir uns da nicht irgendwas basteln oder so? Keine Ahnung. Denkst du, sie findet die Mühle? Auf Nuri ist Verlass. Gut. Feen sind nämlich häufig etwas unfokussiert. Ja, okay. Was mache ich denn jetzt? Kann ich jetzt einfach hier raus? Wir müssen Nuri retten.
Also die muss schon mitgenommen werden, ne? Hätte ja auch sein können, dass wir hier irgendwie außen rumlatschen müssen und sie dann hier abholen. Ich bleibe hier. Diese Felsen stürzen jeden Augenblick in den Abgrund. Okay. Nee. Okay. Maßstab. Unumuli Lageron. Komm schon, mach was damit. Zu kurz. Haben wir denn noch irgendwas anderes hier überhaupt? Ich glaube, ich muss jetzt mir irgendwas einfallen lassen. Bestimmt mit dem Korb hier. Ja, zu kurz. Er wird aber auch zu kurz bleiben. Ist hier oben irgendwas? Feenkristalle. Der Forscher hat recht. Wir sollten uns lieber von diesen Steinen fernhalten. Geron, saliavi Uribel Ametesta. Ui. Na, ui. Ja, Nuri, du hast alles kaputt gemacht. Echt, wegen dir muss ich jetzt hier rauskommen, aber ich glaube, wir sind schon auf dem besten Weg. Hat er noch was für uns? Wir sollten uns vielleicht draußen weiter unterhalten. Okay, also nein. Gut, dann was kann ich basteln? Ja, ich fahre trotzdem mit der Maus hier lang. Weil ich hoffe die ganze Zeit irgendwie. Aber es muss irgendwie mit diesem Korb hier zu tun haben. Was haben wir denn? Maßstab mit Arm. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Hm. Da hilft kein Nicht mal ein... Ich habe ja auch nichts anderes. Das lasse ich. Was soll ich denn sonst machen? Hm? Nein. Zu kurz. Ihr zuwerfen? Unumuli Lageron. Hier ist nur dieser Giacomo, keine Ahnung. Decke, Feuerstein. Das werfe ich da nicht. Warum ist immer alles unerreicht? Ich weiß auch nicht. Vor allem steht hier nur Nuri, die Feenkristalle und der Sammelkorb. Das ist alles so weit weg. Meine Sachen sind alle viel zu kurz. Hm. Immerhin ein Andenken an Gwynling. Das braucht kein was. Ich glaube, sie interessiert sich gerade nicht dafür. Will er noch ein bisschen Wasser? Geht schon wieder. Oh, ich weiß auch nicht. Man kann es ja mal versuchen. Wegbeschreibung. Denkst du, sie findet die Mühle? Auf nur gut. Feen sind... Ja, ich weiß. Die sind total confused. Irgendwas muss ich mit diesem Arm noch machen. In diesem Arm. Mit dem Arm und mein Spiel ruckelt. Was kann ich mit dem Arm machen? Kann ich das... Dann sagt er, das ist zu kurz bei dem Körbchen. Das kann es irgendwie nicht sein. Oh, ich hasse das, wenn das so ruckelt. La la la. Ist einfach die andere Festplatte, dann ist das immer so. Aber wenn ich mal ein bisschen mehr aufnehmen will, kann ich halt nicht nur immer auf einer Platte aufnehmen. Die ist halt schnell voll. Und den ganzen Tag rendern kann ich auch nicht. Und wenn ich einfach mal ein bisschen mehr aufnehmen will, muss ich die Festplatte immer wechseln. Und dann ruckelt das auf der einen immer. Auf der anderen geht's. Und auf der ruckelt's immer. Das ist sehr nervig. Aber mir fällt auch gerade auch gar nichts ein. Das ist so... dem Abgrund irgendwas. Ja... Komm schon. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Kannst du ihm nicht, kannst du dem Typen nicht den Stab geben? Vielleicht kann der damit ja was anfangen. Ja, geh mal hoch hier, nimm den mal wieder und dann gib ihm den mal. Haben wir auch noch nicht gemacht. Das ist wunderschön. Aber mein Kunstwerk kann es auch nicht ersetzen. Schade, vielleicht hätte er damit irgendwas machen können, weil er eine Idee hat oder so. Abgrund? Das werfe ich da nicht rum. Zu kurz. Ja, was denn dann?
Wir sollten uns lieber... Hm. Keine Ahnung. Wegbeschreibung einfach mal Nuri geben? Ach, das macht er sogar. Ach Mensch, so einfach kann's gehen. Wie blöd. Er fliegt davon. Feische Interferenzen. Ich fürchte, hier wird bald wirklich alles einstürzen. Ich werde Nuri nicht allein hier lassen. Natürlich nicht. Ich mache die Wegbeschreibung erneut. Aber du musst sie ihr auf anderem Wege zukommen lassen. Halte durch, Nuri. Ja, dann... Wie denn? Hier hast du noch eine. Er gibt mir immer noch eine und noch eine. Okay, alles klar. Ach, so einfach kann es natürlich gehen, ihr die Wegbeschreibung zukommen lassen. So wird das. So in der Richtung soll es aber laufen, ne? Vielleicht in... Das bleibt besser trocken. Ach so, vielleicht einen Wasserschlauch stecken. Warte, wenn ich das kaputt mache. So wird das. Nee. Geht nicht. Hm. Unsinn. Schade, Wegbeschreibung. Warum sollte ich? Ja, und das dann so rüberwerfen oder so? Keine Zeit. Ich muss aber experimentieren. Was soll ich denn sonst machen? Ich gucke nicht ohne... Natürlich. Auf anderem Wege zukommen lassen. Wie denn? Ich werf das Ding direkt in den Sammelkorb. Was denn sonst? Dann kann sie den rausholen. Jetzt hol ihn dir raus. Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Komm, den holst du doch jetzt raus. Na, ja, okay. So schlau ist sie dann doch noch. Alles klar. Tschüss, Nuri. Bis dann. Komm, Junge. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Gut. Sehr gut. Der Seher will also Nuri Darinella Wanda in seine Gewalt bringen. Bei Satinaf. Geschichte will sich stets wiederholen. Was meint ihr damit? Schon einmal missbrauchte der Seher Feen, um die Harfe zu spielen, bis sie ihre Magie verloren und der Finsternis anheimfielen. Nuri nannte sie traurige Feen. Der Seher hat sie uns auf die Fersen geschickt. Möglich. Möglich. Giacomos Rolle in der Vergangenheit, Nuris Schicksal. Ihr habt damals mit den Helden des Königs gekämpft? Sinde bewahre. Ich wäre ein Ritter von trauriger Gestalt. Als der junge König meine Hilfe erbat, war der Seher längst in Gewahrsam. Aber ich habe das Feentor im Steineichenwald verschlossen. Das habt ihr getan? Auf immer und ewig. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es hätten erneut Feen nach Andergast dringen können, um die Harfe zu spielen. Warum habt ihr Nuri damals beim Feentor nicht getroffen? Es wurde damals gemunkelt, die Helden hätten eine Fee aus den Fängen des Sehers befreit. Aber man hat es natürlich nicht für nötig gehalten, sie mir vorzustellen, bevor sie freigelassen wurde. Nuris Schicksal, zauberhafte Seher. Warum ausgerechnet Nuri? Es gibt doch sicher noch andere Feen. Eine gute Frage. Was weißt du über Nuri und ihre Heimatwelt? Nuris Heimatwelt, Nuris Magie. Hm. Über ihre Herkunft hat sich Nuri stets ausgeschwiegen. Vielleicht aus Angst. Vor ihrer Heimat. Oder ihrer Vergangenheit. Die Magie der Feen kann ganze Welten auf den Kopf stellen. Ihr meint, Nuris Welt hat sich verändert, seit sie hier ist? Oder sie kam deswegen erst zu uns. Nuris Magie. Nuri darf nicht zaubern. Sonst stirbt sie oder verliert ihre Seele. Verstehe. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ich befürchte, dazu müssten wir mehr über die Welt wissen, aus der sie stammt. Wisst ihr, woher Nuri stammt? Ich konnte nie die Welt hinter dem Tor im Steineichenwald erforschen, bevor ich es versiegelte. Aber ich habe eine Vermutung. Nuris Heimat könnte die Feenwelt Neirut-Neva sein. Neirut-Neva? Ein buntes Land, ein Ort der Freude. Das hört sich eigentlich gut an. Warum sie wohl dorthin nicht mehr zurückkehren will? Zauberharfe, Seher, Satinaf. Wisst ihr mehr über die Zauberharfe? Sie kann nur von Feenhand gespielt werden. Ein Mensch, auch der Seher, würde daran zugrunde gehen. Denn sie wurde von Feenhand erbaut. Zu welchem Zweck? Sie muss große Macht besitzen. Macht, die einem Seher nutzt. Leider ist ihr Standort unbekannt. Wir könnten sie sonst genauer untersuchen. Die Magier der Akademie haben sich stets dazu ausgeschwiegen. Ich kann es ihnen nicht einmal verübeln. Aber wieso steht sie in unserer Welt und nicht bei den Feen? Das gilt es herauszufinden. In der Akademie von Andergast muss es alte Aufzeichnungen geben. Habt ihr den Seher gekannt?
Nein, aber die Leute haben sich damals viel erzählt über ihn. Gerüchte, du verstehst? Was für Gerüchte? Dass er blind geboren sei. Doch von Satinav berührt oder verflucht. Er sah die Zukunft anderer. Doch stets nur Tod, Verderben und Unglück. Nie Gutes und Schönes. Andere sagten, er sei ein Hexer, getrieben davon, seine eigenen Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Der Seher hat auch mir Unheil prophezeit. Will er es wahrmachen? Ich bin mir sicher, er verfolgt andere Ziele. Eigene Ziele. Ich weiß nicht, wie lange ich Nuri noch vor ihm schützen kann. Die Bürde, die du trägst, gehört nicht nur auf deine Schultern, Geron. Was meint ihr? Nach allem, was er deiner Nuri antun will, werde ich alles in meiner Macht tun, dir zu helfen. Satinav. Satinav. Der Rabe hat diesen Namen auch erwähnt. Könnt ihr mir mehr von Satinav erzählen? Du meinst den Steuermann des Zeitenschiffs? Den Unaufhaltsamen? Satinav war ein mächtiger Halbgott, der an den Urgrund der Welt hinabstieg, um das Schiff der Zeit zu erobern. Doch die Götter straften ihn für seinen Frevel. Für alle Ewigkeit wacht er nun selbst, gekettet an das Steuerrad des Schiffs, über den Fluss der Zeit. Er allein sieht Vergangenheit und Zukunft, doch nicht einmal er kann sie ändern. Nagt deshalb Satinavs Zahn überall? Ja, obgleich er nicht in jeder Welt gleich schnell nagt. Lässt sich die Zukunft wirklich nicht ändern? Zukunft, Vergangenheit, was bedeuten sie schon? Morgen ist schon bald gestern, nicht wahr? Der Seher hat die Zukunft gesehen. Auch meine. Glaub nicht jedem Blinden, was er sieht. Mir schwirrt der Kopf. Fällt Nuri dem Seher in die Hände, ist sie verloren. Er wird sie zwingen, dunkle Feenmacht über Andergast zu entfesseln. Nur mit welchem Ziel? Er ist Seher. Es muss etwas mit der Zukunft zu tun haben. Nach allem, was er damals schon getan hat, müssen wir das Schlimmste befürchten. Dein Ziehvater sah nur einen Weg, um das alles zu verhindern. Ich kann Nuri nicht töten. Nicht einmal, wenn das die Welt vor dem Untergang rettet. Geron, niemals lasse ich zu, dass Nuri Darinella Wanda auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Dann bringen wir sie zurück in ihre Welt. Nuri will nicht zurück. Feentor in Andergast. Nuri will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Nuris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neirut-Neva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinasca-Marschen. Feentor im Sumpf. Wo genau finde ich das Feentor? In Enkvi weilt ein Kollege von mir, Menander Goswin. In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Neirut-Neva. Ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, nimm diese Notizen für deine Reise. Darin findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Enkvi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nuri zu Hause. Warte, warte. Es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern. Wie ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Okay, bevor es jetzt hier weitergeht, werde ich einen Cut machen und das Gespräch dann zu Ende führen im nächsten Part, weil das sich gerade so in die Länge zieht. Vielen Dank fürs Zuschauen und ob das alles so gut ausgeht, wer weiß. Aber noch sind wir im Dialog und kriegen etwas mehr darüber heraus, wo wir überhaupt als nächstes hingehen. Und naja, wie gesagt, ob das so gut ist, dass wir die Fee wieder zurückbringen wollen, wer weiß. Wir werden es weiter erfahren. Bis dann!